So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu The Elder Scrolls für Oblivion. Wir sind gerade in düster durch einen Albtraum, ja, in der Traumwelt von dem feinen Herrn hier, Henantier. Und wir müssen uns jetzt diesen, ja, ich weiß, halt den Mund, ich moderiere gerade an. Und wir müssen uns 4 Prüfungen stellen, und zwar zuerst der Prüfung der Wahrnehmung. Also müssen wir nicht, aber wir wollen uns zuerst der Prüfung stellen. Okay. Das sind so komische Schießsteine, aber okay. Ich glaube, wir müssen darüber, oder? Aua, aua, ja, ist ja recht. Oh. Giftgas auch noch. Oh je. Okay. Wir stellen uns nicht besonders gut an. Ja, komm runter. Scheiß drauf. Da ist eine Falle vor uns. Da fallen Steine runter. Vorsicht. Okay, was passiert hier? Element der Wahrnehmung. Ich habe das Element der Zwietracht gefunden. Da stand gerade Wahrnehmung. Dies könnte genau das Richtige sein, um Henantier davon zu überzeugen, dass er sich immer noch in seinen eigenen Träumen befindet. Ich sollte zur Bekräftigung meiner Theorie nach weiteren Elementen suchen. Wir müssen von diesem Ort fliehen. Ich weiß, Mann, aber du bist da gerade nicht durchmarschiert, sondern ich. Habt ihr schon einen Fluchtweg gefunden? Wir müssen fliehen. Okay. Okay. Prüfung der Geduld. Geduld ist was, ja, ist so semi bei mir vorhanden. Ah, da ist so ein Pfad eingezeichnet. Okay. Okay. Beginnend mit dem kleineren. Jetzt ist die Frage, warum man das. Also ich glaube. Man muss es schon von so, von unten nach oben lesen, oder? Okay. Easy. Easy. Nummer uno. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, eins, zwei, zwei, eins, okay. Zwei nach vorn, zwei nach links, zwei nach vorn. Eins, eins, zwei, durch. Eins, eins, zwei, durch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Easy, Freunde. Kriegen wir locker flockig hin. Warum sind wir denn, warum leuchten wir so? Egal. Okay. Drei nach vorn. Eins, zwei, drei. Vier nach rechts. Drei nach vorn, vier nach rechts. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei nach vorn. Eins nach rechts, zwei nach vorn. Eins, zwei. Eins, eins, zwei. 1, 2, 3 rüber, 1 zurück, dann ganz rüber. Okay, und dann hoch. 1, 2, 3, hier runter, ganz durch und ganz durch. Schön. Element der Geduld.
Ich habe das Element des Zorns gefunden, das zweite Element in Hinterdies Traumwelt. Ich sollte nach weiteren Elementen suchen. Von diesem Ort fliehen. Du nervst mich so krass. Eigentlich sollte ich dich hier verrecken lassen. Ich sag's dir, wie es ist. Okay, was haben wir hier? Prüfung des Mutes. Ist eigentlich eine geile Quest, gell? Finde ich schon. Ja, bei der ersten haben wir halt gnadenlos verkackt. Die zweite haben wir jetzt ziemlich gerockt, muss ich sagen. Schwerer Trank des Meeres. Boah. Boah, wir müssen da durchtauchen. Okay. Ready, go. Ich ziehe den Trank erst ein bisschen später. Ich komme nicht durch. Boah, hätte ich da keinen Bock drauf. Das ging ja. Ach, das ging easy, Freunde. Wir haben die Tränke nicht mal gebraucht. Was ist das? Element des Mutes. Ich habe das Element der Grausamkeit gefunden, das dritte Element in Hinantjes Traumwelt. Ich sollte nach weiteren Elementen suchen. Wir müssen von diesem Ort fliehen. Wenn ich deine Fresse noch einmal sehe. Okay. Und das letzte. Prüfung der Entschlossenheit. Oje, oje. Geh voll auf Defense. Gib mir mal volles Leben, ja. Oje, oje. Oje, oje. Okay. Oh, Alter, hat der eine Klebe. Boah, ich bin so langsam. Das wird so schief gehen. So haben wir da keine Chance. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir die ganzen Waffen etc. sowieso nicht mitnehmen. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich ziehe die leichte Rüstung an, vorerst für die Bewegung, und bearbeite die erstmal mit dem Blitzstab. Ja, das sollte nicht passieren. Ja, doch, es geht schon. Ich wollte erst sagen, der macht nicht viel Damage, aber es geht schon. Oh, der hat uns erwischt. Das sollte nicht passieren, Odin. Sei froh, dass du eine Fernkampfwaffe hast. Ja. Deshalb. Schild wäre schön gewesen. Ich verkack. Ich
Ja, es war okay, pass auf. Beim Start muss ich unbedingt konzentriert bleiben und muss mir wirklich einen von beiden rauspicken. Solange die zu zweit sind, habe ich wenig Chancen. Gib mir nochmal meine leichte Rüstung, bitte. Genau, ich muss versuchen, ihn hier rauszupicken und natürlich jeder Schuss ein Treffer. Das ist, denke ich, klar. Ist der falsche? Boah, Scheiße. Stark, der erste ist weg. Jetzt kann ich ihn noch ein bisschen schwächen. Sehr schön. Sehr schön. Das speichere ich mir mal ab. Okay, jetzt ist er durch. Ich ziehe leider meine Defense zu langsam hoch. Scheibenkleister. Ich dachte, ich kriege ihn noch weg. Schwanken sollte nicht zu oft passieren. Jetzt haben wir ihn. Halleluja. Das war eine schwere Geburt. Okay, Element der Entschlossenheit. Ich habe das Element der Angst gefunden. Das letzte Element dieser bizarren Vermischung von Hinantiers Träumen. Ich sollte alle vier Elemente zu Hinantier bringen und versuchen, ihn damit zu seiner Lethargie aus seiner Lethargie zu fressen. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich fühle mich, als ob ich für immer hier gefangen wäre. Und ich weiß noch nicht einmal, weshalb. Hinantier, das ist eine Traumwelt. Aber wie? Was ihr sagt, ist sicher wahr. Ich fühle mich so sonderbar. Was ihr gesagt habt, war die Wahrheit und kein Märchen. Ich bin ein Narr gewesen. Ich dachte nie, dass das Amulett so viel Macht über mich hätte. Ich wollte einen Weg finden, um meine Schwächen zu beherrschen. Doch stattdessen haben sie mich beherrscht. Ich weiß nicht, wie ihr es getan habt, aber vielen Dank. Jetzt müssen wir aufwachen und erneut unseren Platz in der wirklichen Welt einnehmen. Lebt wohl. Gute Idee, mein Lieber. Ich freue mich, euch in der wirklichen Welt zu sehen. Meinen unendlichen Dank, dass ihr mich aus diesem Albtraum befreit habt. Worte sind wohl zu wenig, um zu zeigen, wie dankbar ich euch bin. Erlaubt mir, euch für eure Tapferkeit zu belohnen. Ich fürchte, dass ich kaum Goldstücke habe. Aber erlaubt mir, euch ein Geschenk zu geben, das euch auf euren Reisen von Nutzen sein könnte. Tremora fürs... okay. Geht nur. Schön, dass wir uns jetzt auch hier kennenlernen. Dagegen ist was für ein Er hat eigentlich ziemlich. Er mag uns eigentlich gar nicht. Dafür, dass wir ihm gerade das Leben gerettet haben. Oh, bitte. Ihr macht mir keine. Welche Abenteuer? Wie. Der war gut. Was für ein Faszinierend. Aber was mache ich denn? Spart euch eure. Was für. Welche Abenteuer? Welche.
Das, ihr ja, letztens war ich in der Traumwelt gefangen. Ihr macht sicher. Das war verrückt. Faszinierend. Weder jetzt noch in der Zukunft. Verstehe. So, was gibt's sonst für Gerüchte? Seit Traven zum Erzmagier ernannt wurde, ist es bei der Magiergilde nicht mehr wie früher. Alles ist strukturierter. Aber jedermann scheint nervös. Gehabt euch wohl. Es tut. Ja, vielleicht ziehen wir uns erstmal was an. Ah, wir haben nicht mal das Buch mitgenommen. Schade. Henantir hat mir für seine Rettung gedankt. Als Belohnung gestattete er es mir, das Amulett für meine eigenen Übungszwecke zu behalten. Nein, er hat mir ein paar Zauber gegeben. So gut in guter Gesellschaft zu sein. Ja, wollt ihr der Magiergilde beitreten? Nein, ich dachte mir, ein Dankeschön wäre angebracht. Ich hoffe, wir treffen uns einmal wieder. Ja, mit Sicherheit. Unter anderen Umständen dann, ne? Das heißt, das Haus können wir auch ausrauben. Das ist das Wichtigste zu dem Ganzen. Oh, hi. Es ist 8 Uhr abends. Oh, sag mir nicht. Es gibt hier in Bravil. Ah ja, stimmt. Des Hexenmeisters Glück. Okay, so. Es gibt anscheinend in Bravil 3 Nebenquests. Wir haben die auch alle schon im Prinzip entdeckt. Einmal das, einmal den einsamen Wächter und einmal das Problem mit der, mit dem Freund von Alaron Loch. Oder heißt er Alaron Loch? Ich weiß es nicht. Genau, aber darum müssen, das sind die Sachen, um die wir uns kümmern müssen. Ich würde jetzt tatsächlich. Das wiegt nicht so viel, das können wir mitnehmen. Würde ich 2 Dungeons durchmachen, aber jetzt, da es eh schon Nacht ist, können wir uns hier auch schnell schlafen legen und eine kleine Diebesrunde machen, würde ich sagen. Es ergibt sich gerade einfach. Erstens will ich in Antiers Haus machen und zweitens noch ein paar andere. So. Schlafen wir uns erstmal aus. Ja, schon. 4 Stündchen. Da sollten schon 2 Häuser gehen. Und wir haben uns natürlich da. Haben wir unseren Ruf verbessert? Ja. Hier oben noch, also jetzt nicht mehr, aber gerade eben habe ich noch geschäftiges Treiben oben gehört. Ist natürlich jetzt schon dreist, gell? Aber gut, wir haben ihm auch geholfen. Da darf ich dann schon mal danach seine Hütte ausrauben, oder? Ich finde, das ist fair. Und wir nehmen ja mittlerweile gar nicht mehr alles. So bedürftig sind wir ja gar nicht mehr, sondern nur ein Teil. Ja, mein Freund, so schnell sieht man sich wieder. Da, ihr braucht diese teure Kleidung doch gar nicht, mein Freund. Gut, aber nachdem wir ja durch die Nebenquests in Brumar die Bevölkerung rapide reduziert haben. Ich meine, in Brumar sind dadurch ein Hauptmann und eine Frau gestorben.
Das war die erste Quest. Ja, der Gefangene hat überlebt. Gut, zum Thema der verratenen Bruderschaft, da konnten wir nichts dafür, aber da ist im Prinzip auch nochmal jemand gestorben. Ja, das Geheimnis des Tals, das haben wir einfach gut gemacht. Schön. Die Pfeile lasse ich dir. Die Pfeile lasse ich dir, aber bei Büchern kann ich einfach nicht widerstehen. Gut, mein Lieber, du warst eine ernstzunehmende Lücke in meiner Diebeslaufbahn, muss ich dir ganz ehrlich gestehen, aber jetzt ist das Thema ja durch. What the fuck? Die Tür ist verschlossen. Jesus, Maria und Christoph. Ich hab gedacht, das ist ein Bug. Ich hab gedacht, das ist ein Bug und dass wir deswegen hier nicht mehr rauskommen. Puh. Okay, alles gut, kein Stress. Hier waren wir schon. Als nächstes den Laden hier. Der zum gerechten Handel. Ich habe gerade gedacht, ich habe mich da reingespeichert. Das wäre ein, das hätte, ohne Scheiß, das hätte ein super, also ein absoluter Super-GAU sein können. Da ich ein absoluter Gegner des Alkoholismus bin, muss ich natürlich den Alkohol kaufen und an die Hehler verkaufen und die verkaufen. Ja gut, das macht keinen Sinn. Egal. Sweet, ist das eine Schale für einen Hund? Oder ist die einfach... Nein, das ist eine Schale für einen Hund, safe. Die ist da nicht einfach runtergefallen. Oh. Ey, das ist ja... Ich wollte gerade sagen, für eine Kneipe ist es aber ungewöhnlich, was die haben. Aber das ist ja... Das ist ja ein, also eine Händlerin. Es ist gar keine Kneipe. Spannend ist, obwohl Silber teilweise... Also ich nehme ja Stoffe nicht mehr mit, die weniger als 4 kosten. Beim Silber nehme ich allerdings trotzdem alles mit, weil Silber ist. Ergibt keinen Sinn, ich weiß, aber ich mache es einfach. So, hier sind wir jetzt im Bereich der Stoffe. Weil nebenan ist ja die Kneipe. Das Gute ist, in die Kneipe kommen wir rein und dann müssen wir halt die einzelnen Bereiche wieder ausrauben. Und dann haben wir noch diese zweite Tür und eben das Schloss. Also wir sind dann schon recht gut unterwegs, würde ich sagen. Stopp, was? Ah ja, die Anhängerschaft ist drauf in der Reithose, nee. So ein Haus wäre halt geil gewesen in Braville, wisst ihr? Nicht wo ein... Gut, es ist die Hehlerin der Diebesgilde. Fühle ich mich jetzt nicht direkt unwohl, wenn die über uns wohnt. Ist jetzt auch nicht so wild, so. Ein wenig anstößiges Lied, das ist sogar relativ viel wert.
Wein zum Einschlafen. Gut, Freunde. Another one. Uhrzeit? 3 Uhr nachts. Vielleicht geht da noch was. Servus. Ich grüße euch. Ich grüße euch. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Erzählt weiter. Verdammter Dieb. Ich hoffe... Kommen wir zum Geschäft. Ich dachte tatsächlich kurz, er gehört auch zu uns. Aber nach der Beleidigung, mein Lieber... Das sind einfach nur Fässer, was soll da schon drin sein? Ja gut, Bruder, nach der Beleidigung, glaube ich, muss ich mal oben ein bisschen durchgucken, was so deine Gäste in ihren Truhen haben. Das hättest du dir ersparen. Nein, hättest du nicht. Du hättest es dir nicht ersparen können. Also mach dir nicht zu viele Vorwürfe. Der gute Le- Boah, ich dachte kurz, er schläft mit offenen Augen. Ich meine, Braville ist auch so eine trostlose Stadt. Ich kann tatsächlich sehr gut nachvollziehen, warum man dort eher in so einer Ding schläft hier. Oh, der hat ein großes Zimmer, meine Fresse. Oh Gott. Oh Gott, ja, ich weiß, was da für Kommentare kommen werden. Ja, Freunde. Aber das war jetzt auch wirklich... Pure Idiotie. Besoffen ins Bett gewankt, oder, mein lieber Renum? Schaffen wir das noch? Ja. Langsam wäre mal wieder ein Aufstieg angebracht, was? Bei den ganzen Schlössern, die wir aufknacken. Dankeschön. Manchmal muss man nur fragen, Freunde. Okay, hier ist gar nichts drin. Hier ist überhaupt nichts drin. Das ist der dritte Stock. Da schläft wahrscheinlich der Chef höchstpersönlich drin, der schlecht über meinen Chef redet. Und mein Lieber, also gut, der Graufuchs, er mag ein bisschen eigen sein, aber er zahlt leider sehr gut. Deswegen... Deswegen muss ich da aus purer Loyalität leider jetzt die Hütte ausrauben. Oh, hi. Na gut, aber... Jean-Pierre Lemont. Hm, Magier. Ah, nee. Das ist, glaube ich, der den Laden führt. Alter, da bin ich wirklich in anderen Städten gespannt, was wir da für eine Beute machen. Brumar war teils, teils. Braville ist eher mickrig. Aber auch da sage ich... Was hatte man aber außer... Oh, jetzt habe ich mir auf die Backe gebissen. Außer, muss ich sagen, Nierenwurzel. Nierenwurzel haben wir tatsächlich einige gefunden.
tun. Was bringt denn der Weg hier hoch? Ja, wir können hier schon noch. Aber das schaffen wir heute nicht mehr. Haus des Stadtschwimmers. Oh, wow. Okay. Freunde, das mache ich morgen. Ich speichere schnell ab, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir machen das morgen. Da können wir vielleicht noch das Haus des Stadtschwimmers ausrauben. Fände ich ganz cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.